Hi, ihr Lieben, Amin Zadeh hier. Jesus Christus ist auferstanden. Wahrlich. Die Auferstehung ist das höchste christliche Fest. Ich bin hier beim Königssee, da ich auch mehrere Videos schon mal gedreht habe, weil ich wirklich verliebt bin in diese Umgebung. Kristallklares Wasser, wie man das hier sieht, seht ihr das? Und die ganze Aura, Wasserfall, Königsbach, Bergen, wenn man alles zusammen kalkuliert, wirklich, bin wirklich verliebt. Ist wirklich, ich kann nur weiterempfehlen. Und ich hatte auch mehrere Videos hier gedreht. Aber diese ganze Aura, diese ganze kristallklares Wasser, was man hier sieht, das ist wirklich phänomenal. Das ist wirklich spektabel. Und dieses Ausblick, was man jetzt hier sieht, die ganze Bergen, kristallklares Wasser, wenn man alles kalkuliert, ist wirklich wow. Seht ihr, kristallklares Wasser. Positive Aura. Und Ostern ist die Auferstehung. Der Auferstehung ist sehr, sehr wichtig. Ist das höchste christliche Fest. Da Gott damals menschliche Gestalt angenommen hat und als Jesus Christus zu den Menschen gekommen ist. Und da hat man gesehen vor 2000 Jahren, was passiert ist. Die Menschen sind damals Arroganz hoch 6. Auch jetzt im Jahr 2023, wenn Gott menschliche Gestalt annimmt, und auch jetzt im Jahr 2023, im März, jetzt nochmal auf der Erde kommt, dann passiert das genauso wie vor 2000 Jahren, weil der Mensch ist Arroganz hoch 6, hat nichts gelernt. Der christliche Glaube muss sich verbreiten in ganzer Welt. Da der christliche Glaube auf Tora basiert. Das heißt, alle Kirchen auf unserer Erde basiert auf Tora. Daher muss das christliche Glaube weltweit verbreitet werden. Ist positiver Glaube und hier beim Königssee komme ich jedes Mal hierher und wegen der positiven Aura, wegen der ganzen Atmosphäre, ist einfach positiv. Ist einfach schön. Daher komme ich auch öfters hierher und habe mich auch wirklich in die Umgebung auch verliebt. Aber wenn man hier sieht, dann dieses ganze kristallklares Wasser, das ist wow, kann ich nur sagen. Das ist Trinkwasser, kann man, das ist, es ist auch Trinkwasser, aber man empfiehlt das jetzt nicht. Also man könnte das trinken, es ist Trinkwasser, aber man
Ich habe auch ein paar Mal auch hier geschwommen. Habe auch ein Video gedreht. Um 6 Uhr morgens aufgestanden. Hatte auch ein Video gedreht. Damals. Das war im Pfingsten. Letztes Jahr. Um 6 Uhr morgens aufgestanden, dann geschwommen. Das war richtig schön. War kühl. War erfrischend. Aber es war schön. Alleine dieses Panorama, das ist wow. Das ist wirklich wow, wow, wow. Ich konnte stundenlang hier sitzen und nur diese ganze Ausblick, dieses spektakuläre Ausblick nur genießen. Drüben sind auch Schiffe, was man hier sieht. Die fahren hin und her. Ein Elektromotor. Jesus Christus war Gott selbst. Daher hat Jesus Christus auch auferstanden. Kein Mensch auf unserer Erde kann die Tod besiegen. Diese Auferstehung damals vor ca. 2000 Jahren kann nur Gott. Und das war Gott selbst, dieser Jesus Christus war Gott selbst, hat menschliche Gestalt angenommen. Deswegen ist auch Jesus Christus auferstanden, weil er Gott war, weil er Gott menschliche Gestalt angenommen hat. Das kann nur Gott. Kein Mensch kann den Tod herausfordern. Das kann nur Jesus Christus. Der Jesus Christus war damals Gott und ist auch auferstanden. Und damals haben auch die Menschen nicht erkannt. Auch jetzt im Jahr 2023, auch jetzt, wenn Gott menschliche Gestalt annimmt, passiert genauso bzw. noch schlimmer. Die Menschen sind arrogant hoch 6, haben nichts daraus gelernt. Jesus Christus ist im Stall geboren. Genauso kommt Gott zu Menschen. Nicht als König, nicht als reicher Mann, sondern macht sich mit absichtlich klein. Ich ist im Stall geboren. Kein Wohnung, kein Dach auf dem Kopf, kein Geld. Genau so kommt Gott zu Menschen. Das war Jesus Christus, der Gott menschliche Gestalt angenommen hat. Als armer Mensch.
Wir Menschen können Gott nicht spüren. Wir sind nicht in der Lage, überhaupt zu fühlen oder zu denken, was Gott ist. Wenn irgendjemand sagt, dass er Gott spüren kann, das ist unmöglich. Wir Menschen sind so konstruiert von Gott, dass wir nur das sehen, nur das spüren, mit unserem ganzen Sinn, was Gott auch will, was Gott möchte. Daher bitte ich euch da draußen, niemanden auf unserer Erde kann Gott fühlen, spüren, was Gott ist. Wir Menschen sind nicht, absolut nicht in der Lage, überhaupt Gottes Geist oder Gottes irgendwas. Das einzige, das Einzige, was wir damals Gott spüren konnten, war Jesus Christus. Deswegen hat Gott menschliche Gestalt angenommen, damals, vor 2000 Jahren, und sich klein gemacht, absichtlich arm, und hat arme Menschen geholfen, hat arme Menschen geliebt. Jesus Christus hat nur arme Menschen geholfen, für die arme Leute da war, geheilt, etc., etc. Das war Gott selbst. Deswegen hat Gott sich als Mensch, hat menschliche Gestalt angenommen, weil Gott wusste auch, dass kein Mensch auf unserer Erde, beziehungsweise ihm, beziehungsweise Gott spüren kann. Daher hat Gott sich klein gemacht, im Stall geboren, arm, kein Geld, nicht als König gekommen und dann anschließend arme Menschen geheilt, nur für arme Menschen da gewesen. Was ist passiert? Die Menschen haben damals den Jesus Christus Gott aufgehängt. Aufgehängt. Vor 2000 Jahren. Arroganz hoch 6, auch im Jahr 2023. Wenn Gott menschliche Gestalt nehmen würde im Jahr 2023, passiert genauso wie vor 2000 Jahren. Der Mensch hat sich absolut nichts geändert. Arroganz hoch 6. Der Zeitgeist, der Heilige Geist, die sind alles zu. Also man kann jetzt nicht sagen, nein, der Mensch hat sich geändert. Nein, im Jahr 2023, durch die ganze Kriege, durch die ganze intrigante Art und Weise, wie man etwas voranbringen möchte, erkennt der Heilige Geist, erkennt der Zeitgeist, dass der Mensch sich nichts verändert hat. Maria Magdalena, sie ist Apostel aller Apostel. Mein Lieben da draußen, Maria Magdalena ist Apostel aller Apostel. Sie war der erste Mensch, der Jesus Christus bei Auferstehung gesehen hat. Wahrlich. In den Geschichtsbüchern, in den christlichen, beziehungsweise besonders in katholischen Büchern, wurde Maria Magdalena vernachlässigt. Und jetzt hat man seit 5 Jahren auch zugegeben, dass man Maria Magdalena bzw. vernachlässigt hat in den Büchern, in den ganzen Büchern. Daher, mein Lieben, Maria Magdalena, sie ist Apostel aller Apostel. Sie war die erste Mensch, der Jesus Christus bei Auferstehung gesehen hat. Wahrlich.
Wir Menschen sind Gottes Kinder. Jesus Christus war Gott selbst, hat menschliche Gestalt angenommen und ist auferstanden. Auferstehung. Wahrlich, Jesus Christus ist auferstanden. So kommt Gott zu Mensch, als armer Mensch, als arm, im Gestall geboren, in Stall geboren, kein Dach auf dem Kopf, nur arme Menschen geholfen. Und trotz allem vor 2000 Jahren, der Mensch war so arrogant hoch 6, hat man so ein Person, so ein, dass man gesehen hat, das hat man aufgehängt. Diese Wasser, was wir hier sehen, das Wasser ist das Element, ist das Leben. Ohne Wasser wäre kein Leben. Die ganzen Elemente, was wir hier sehen, hat Gott Wasser, Luft, Feuer, Erde. Alles tickt, hat seine Aufgabe. Nur weil Gott Menschen liebt. Gott liebt uns so sehr, dass wir diese Elemente entsprechend für Überleben brauchen. Wenn man das Gespür hat für dieses Ausblick, dann spürt man auch die Geist, die Seelen, das ist, wie alles positiv ist. Und daher komme ich auch öfters hier beim Königssee, dass mich hierher, das ist einfach, die ganzen Elemente sind Wasser, Bergen, Wasserfall. Ich habe doch schon mehrere Videos gedreht hier. Ist einfach schön, ist einfach positiv. Wahrlich, Jesus Christus ist auferstanden, mein Lieben da draußen, wahrlich. In der Zukunft wird christlicher Glauben sich verbreiten. Das christliche Glaube basiert auf Tora. Das heißt, wenn man einen Baum sieht, der Wurzel des Baums ist Tora und die ganze Ask und es sieht auch selbst ist das christliche Glaube. Daher ohne die Wurzel wäre kein Baum. Daher ist der Baum selbst christliche Glaube und der Wurzel Tora. Und ohne Tora wäre kein Christentum, kein evangelisch, kein katholisch, kein anglikanisch, kein orthodox auf unserer Erde. Tora ist die Wurzel des Christentums. Jesus Christus selbst war Rabbiner vor 2000 Jahren, hat in Synagoge gepredigt. Alle Aposteln waren Juden. Maria Magdalena war Judin. Und daher haben einige Leute immer noch nicht verstanden im Jahr 2023, dass jeder Millimeter von christlicher Kirche auf Tora ist. Jesus Christus, über den Jesus Christus steht König der Juden, Inri, in jeder Kirche.
Daher, mein Lieben, sagt es nicht, dass Judentum nichts mit Christentum zu tun hat, sondern der Wurzel des Christentums ist Judentum. Alle Ideologien, die Frauenunterdrückung, Frauenerniedrigung, tolerieren oder praktizieren, dienen nicht Gott, sondern Satan. Die Frau ist sehr, sehr wichtig. Ohne die Frau, ohne die Mutter gibt es keine Menschheit auf unserer Erde. Daher, mein Lieben, Frauen, Muttern sind sehr, sehr wichtig auf unserer Erde. Sehr, sehr wichtig. Der liebe Gott hat leider die Männer falsch konstruiert. Die behandeln Frauen wie ein Fleisch. Das liegt in ihrer Natur. Das ist die falsch konstruiert worden von Gott. Ohne Hemmung. Sowas, was man hier sieht, beschäftigt euch mit sowas, mit positiven Sachen, mit ruhigen Sachen, mit Sachen, die nicht negativ sind. Diese Aura, diese Spektakel ist positiv. Und wenn man das spürt, wenn man das alles spüren kann, erkennt man, sagt man nur, wow, diese ganze Aus, es ist Wasser. Beschäftigt euch mit sowas und nicht mit negativen Sachen etc. etc. Ziel ist Frieden, kein Krieg. Ziel ist Licht und nicht die Dunkelheit. Einige Leute haben immer noch nichts begriffen und denken, die sind auf richtige Spur. Wer Krieg trommelt, dient Satan. Wer Dunkelheit dient, dient Satan. Jesus Christus ist das Licht, ist die Sonne. Ohne die Sonne wäre kein Menschheit auf unserer Erde. Das Licht ist das Allerwichtigste. Und das ist auch das Ziel, ist das Licht. Und nicht die Dunkelheit. Jesus Christus ist der Weg. Das Licht ist der Weg. Was man ist oder in welcher Art man ist, ob man Haare bedeckt, hat mit Glaube nichts zu tun. Gott will nur in Wahrheit und im Geist angebetet werden, mehr nicht. Wieder noch, wie man ist oder welche Art man ist oder Kopfbedeckung bei Frauen, hat absolut nichts mit Glauben zu tun. Vor 2000 Jahren war damals windig, war Sand in der Luft. Gab's keine Kosmetik für die Frauen, für die Haare.
gab es keine Beauty, nichts vor 2000. Deswegen haben die Frauen ihre Haare bedeckt. Das war der Grund, warum man die Haare bedeckt hat, damit die Frauen keine Sand in die Haare bekommen und nicht schmutzig werden. Weil damals keine Kosmetik und keine Beauty für die Haare, keine Haarpflege gab es vor 2000 Jahren. Einige Leute haben das immer noch praktiziert, immer noch weiter im Jahr 2023 und glauben, das hat mit Glaube zu tun. Das hat absolut nichts mit Glaube zu tun, sondern Gott will nur im Geist um in Wahrheit angebetet werden. Mehr nicht. Was man ist, was hat das mit Gott zu tun? Ich bitte euch, dass man Kopf bedeckt, was hat das mit Gott zu tun? Also einige Leute, weiß nicht, mussten sich einmal vor die Spiegel richtig tief hineingehen. Vor 2000 Jahren gab's Sand, windig, Haarpflege gab's nicht für die Frauen, keine für die Frauen gab's keine Beauty, nichts, keine Creme, nichts. Und deswegen mussten die Frauen sich ihre Haare decken, damit nicht schmutzig wird, nicht sandig wird. Und einige Leute haben das Ganze immer noch praktizieren im Jahr 2023 und sagen, das hat was mit Glauben zu tun. Das hat absolut nichts mit Glaube zu tun. Gott will nur in Wahrheit und im Geist angebetet werden, mehr nicht. Wahrlich, Jesus Christus ist auferstanden. Mein Lieben da draußen, bleibt immer positiv. Und denkt daran, die christliche Glaube wird sich in Zukunft verbreiten, ganze Welt. Christliche Glaube ist positiv, keine Frauenunterdrückung. Und deswegen wird sich auch verbreiten. So, ihr Lieben, bleibt gesund. Das ist Schönheit, das ist positiv. Das, was man hier sieht, ist positiv. In diesem Sinne, mein Lieben, bleibt gesund, euer Amin Zadeh.